aber gar nichts. Ich sehe nur ein paar verschwommene. Herzlich willkommen zu Blattseiten, unserer Literatursendung auf FS1, dem Community-TV-Sender Salzburgs. Im Studio begrüßt euch wie immer Sabaha Sinanovic und mein Team heute, die Beli Zeitlinger in der Regie und die Stefanie Scherer an der Kamera. Bei mir heute als Studiogast eingeladen ist der Michael Kollenberger. Hallo Michael. Hallo, schönen Nachmittag. Danke für die Einladung. Gerne. Michael, genau. Zu deiner Person kurz. Also du bist freier Film- und Theaterregisseur und hast... Also bist in Salzburg geboren, genau, hast aber das Abitur gemacht in Deutschland, wenn ich das richtig erinnere. Auch in Salzburg, mhm. Ja. Genau. Auf einem Realgymnasium. In Salzburg in der Stadt. In Lehen, in der ehemaligen Kaserne. Ah. An der Lehnerbrücke, ja. Genau. Mhm. Und dann hast du eine Ausbildung zum Buchhändler gemacht. Mhm. Da warst du in München, genau. An der Elisabethbühne, also heute dem Schauspielhaus Salzburg, hast du deine Schauspielausbildung absolviert. Die Bühnenreifeprüfung hast du 1986 gemacht. Dann hast du auch eine Pantomime-Ausbildung gemacht in Prag. Du hast Germanistik und Romanistik in Salzburg und in Osnabrück studiert, genau. Und das Thema deiner Magisterabschlussarbeit war das Metatheater im Theater der Moderne. 2007 hast du dann auch noch an der Universität Salzburg den Lehrgang für Kulturmanagement absolviert. Du hast dann natürlich lange als Schauspieler gearbeitet, bist da wahrscheinlich auch einigen noch bekannt. Vielleicht eine deiner Rollen war zum Beispiel der Jim Knopf oder im Landestheater. Genau. Einer der letzten Sachen, ja. Genau, das habe ich gesehen noch. Ah, ja. Dann warst du auch Regieassistent eben, genau. Also auch in Osnabrück, aber auch in Linz und natürlich auch am Landestheater in Salzburg. Schauspielpädagoge warst du sehr lange Jahre, ich glaube über 10 Jahre. Ja, das bin ich sogar noch immer noch stellenweise. Genau, auch am Schauspielhaus Salzburg, also ja, damals Elisabeth. Ja, die haben ja eine Schauspielschule am Haus, also genau. Am Theater. In Osnabrück hast du auch den Jugendclub mit aufgebaut. Du hast jetzt eine eigene Theatergruppe oder auch immer wieder verschiedene Zusammensetzungen, verschiedene Projekte. Und du hast aber auch eine Theatergruppe geleitet, lange Jahre, am Germanistischen Institut bei der Universität Salzburg. Genau. Vielleicht zu einem deiner Projekte oder deiner Werke, weil du hast ja eine sehr, sehr lange Liste. Vielleicht das letzte, das war eben 2015, das Stück hieß Monster zertrampeln Hochhäuser. Wo wurde das denn uraufgeführt? Das war wirklich eine Uraufführung. Das ist für eine freie Szene ja nicht selbstverständlich, dass man von einem Autor oder beziehungsweise von dem Lizenzgeber, dem Verlag, eine Uraufführung bekommt. Von einem nicht unbekannten Schweizer Autor, den Lukas Hollinger. Und diese Uraufführung war eine Co-Produktion mit der Agrikultur, die das Projekt sehr unterstützt haben, weil die Themen sehr relevant sind. Und wenn man die heutige Situation anschaut, werden genau diese beiden Themen diskutiert. Flüchtlingsproblematik, Wohnungsbauproblematik. Also was wir im März in Salzburg aufgeführt haben, ist jetzt in der Realpolitik angekommen. Davor hat es niemand ernst genommen. Eigentlich gar nicht. Ja, aber so damals war das Stück schon... Aber da geht es genau um diese Divergenz der wieder aufkeimenden Ideologien von links, aber vor allem von rechts. Das haben wir genauso, wenn man das Wahlergebnis in Oberösterreich einmal anschaut. Ja. Und eben, das hängt sich genau auf diesen Themen, die Flüchtlingsproblematik und der Wohnungsskandal oder besonders einfach so der Engpass bei Wohnungen, nicht nur in Salzburg. Ja. Also das ist nicht zentriert auf Salzburg. Aber in Salzburg ist ein gutes Beispiel dafür, eine Stadt, die wenig leistbaren Wohnraum hat. Und das gibt die Konflikte in den Gruppen. Und das ist eigentlich das Thema von diesem Stück Monster zertrampeln Hochhäuser. Ja, dann interessanten Titel auch. Ja, die Monster sind viele unter uns. Monster können Politiker sein, Bauhaie. Das konnte man sich Finanzmanager. Das konnte man sich dann, das Publikum durfte sich das dann selber auswählen.
wer die Monster sind. Du hast es eh gerade auch erwähnt, dass du mit Asylwerbern oder eben auch mit Flüchtlingen auch zu tun hast natürlich. Du unterrichtest seit einigen Jahren Deutsch als Fremdsprache. Wo unterrichtest du denn das und wie bist du dazu eigentlich gekommen? Ich habe ein Deutschstudium, ich habe Germanistik studiert und ich wollte nach dem Landestheaterabgang, also das heißt, wenn man aus dem beschützten Heim eines Ensembletheaters entlassen wird, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, kommt ein neuer Intendant, neuer Direktor, dann tauschen sich einfach Ensembles aus, dann hat man einfach zwei Möglichkeiten, entweder man geht weg, muss man weggehen, weil so viele Theater gibt es nicht in Salzburg, oder man versucht dann eine Alternative für sein Leben. Und wenn man Mitte 40 ist, überlegt man sich schon nochmal, gehe ich jetzt von Salzburg nach St. Pölten oder nach Paderborn oder nach Frankfurt. Ja? Das ist dann eine Entscheidung, die man natürlich dann fällt in einer bestimmten Situation. Das hat was mit Familie zu tun, das hat was mit Freunden zu tun, das hat was mit Wohnen zu tun. Das hat was mit zu tun, ist man jetzt ein Vagabund, tut man das gern. Es gibt ja Schauspieler, die gern jedes Jahr umziehen oder auf Tournee gehen. Ja. Ich bin es eher nicht so. Ich bin auch sehr verbunden hier mit dieser Stadt. Und ich wollte einfach hier weitermachen mit dem Theater, als auch aber dann mit einem anderen Standbein, wo ich glaube, dass das richtige Entscheidung war, sich noch ein anderes berufliches Standbein zu wählen. Interessanterweise hat dann dieses berufliche Standbein, also Deutsch als Fremdsprache, so heißt das offiziell, also DAF auch noch ganz offizieller, DAF-Kurse, die haben dann mich natürlich mit einer Klientel nahegebracht, von der man ja wahnsinnig viel lernen kann. Und was ich in diesen Kursen, in der Begegnung mit diesen Menschen, mit diesen Schicksalen, mit diesen Traumata, mit dieser ganzen Situation, einer sozialen Situation, was man da jeden Tag, und wenn man dreimal in die Woche 3 Stunden mit diesen Menschen zusammen ist, dann ist das, dann entstehen da Verbindungen, die jetzt also schon über eine Lehrer-Schüler-Konstellation schon hinausgehen. Und diese Nähe, die hat mich dann wahnsinnig interessiert, dass man das wiederum umsetzt künstlerisch. Also die Stoffe und die Themen der Theaterstücke wie Verrücktes Blut oder auch die Flucht von den Kindern über den Bodensee, das ist ein historisches Stück, das einfach neu geschrieben wurde von einer jungen deutschen Autorin, der Frau Focke. Diese Themen konnte ich dann in diesen Stücken sehr, 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 sehr nutzbar machen, weil ich glaube, im Prinzip kann man wirklich nur Regie führen über etwas, das man kennt, also das man wirklich kennt. Und wenn man jetzt in einem Theater ist, dann ist man nur im Theater. Und im Theater sein heißt, den ganzen Tag eigentlich nur im Theater zu verbringen. Dazwischen hat man mal 3 Stunden, um irgendwo einzukaufen, zu kochen und eine Stunde vor einer Vorstellung zu schlafen. Aber man verliert, und das habe ich gemerkt, nach 10, 15 Jahren, wo man nur in diesem Kunstraum lebt, den Bezug zur Realität und zu anderen Menschen. Das, was das Problem von Politikern eben ist, ja. Die sehen nicht mehr die Basis und die sehen nicht mehr dort, wo wirklich der Schuh drückt. Und darum ist diese Kombination für mich wahnsinnig interessant. Erstens einmal für mich persönlich, wirtschaftlich, als auch ein bisschen eine Sicherheit zu haben, zu sagen, ich habe jetzt nicht nur das Theater und wenn diese Säule wegfällt, dann ist der Tempel eingestürzt. Ja. Aber es ist sehr befruchtend. Du hast aber auch eine Verbindung zu Osnabrück. Also sind irgendwie das so deine zwei Städte, also Salzburg und Osnabrück? Nein, also Osnabrück war eigentlich nur mein erstes Profi-Engagement als junger Schauspieler. Und dort gab es einfach diese Chance, weil gerade eine Theaterpädagogin wegging, war da was vakant und dann hat mich der Intendant gefragt, ob ich nicht Lust hätte, als Schauspieler diesen Jugendclub, so heißt das in deutschen Stadttheatern, zu übernehmen. Und ich habe da spontan Ja gesagt. Und dann begann einfach für mich eine pädagogische Arbeit mit jungen Leuten. Das war ein Zufall und das muss man ja ausprobieren. Oder man muss halt im Leben immer die Chance haben, etwas machen zu können. Also natürlich muss jeder Mensch
gefordert werden und gefördert werden, aber ohne Chance kann man nie was machen. Das ist richtig. Und so begann das eben, dieser Jugendclub, und es hat sich dann einfach weiter, weiter gespiegelt. Und dann, denke ich, ganz wichtig war auch in der Salzburger Universität am Institut für Germanistik, das ja nie eine Theatergruppe hatte, interessanterweise. Die Romanisten hatten Französisch Theater, Spanisch Theater, Italienisch Theater, Russisch Theater, alles. Englisch Theater bitte nicht vergessen, das gibt es ja heute noch alles. Das ist ja ganz wichtig, dass das bleibt, dass das lebendig ist, weil sich da ja Studierende ganz anders miteinander begegnen als in so wortkargen Seminaren, wo man nachher das Handy einschaltet und den Kopfhörer aufsetzt. Leider. Und unsere Zeiten waren noch ein bisschen anders. Wir sind wenigstens noch nach dem Seminar saufen gegangen in die Arge. Ja. Das hat sich sehr geändert. Ja. Also wie gesagt, das finde ich sehr wichtig, ja, dass es diese Theater-Engagement-Gruppen gibt. Also auch für die Kommunikation. Ja, wahnsinnig wichtig, na, wahnsinnig wichtig, ja. Und das habe ich damals, weil ich da studiert habe, an der Germanistik, wie ich dann wieder, ich habe das Studium angefangen in Salzburg, habe es in Osnabrück etwas weiterführen können, obwohl die Romanistik dort in den Kinderschuhen waren. Und in Linz war ich dann noch 2 Jahre, da gibt es ja keine geisteswissenschaftliche Fakultät. Und wie ich dann nach Salzburg bin, wieder 91, zum Salzburger Landestheater, habe ich mir noch einmal die Energie geholt und gesagt, das Studium möchte ich jetzt fertig machen. Hat dann noch gedauert, 6 Jahre, bis zur Diplomarbeit, aber das habe ich fertig gemacht. Und dieser Kontakt mit der Uni war wichtig. Man hat einfach mit jungen Leuten einen Kontakt, man hat mit den Dozenten wieder einen Kontakt, der mir bis heute sehr wichtig ist. Und eben damals war die Idee, die kam jetzt nicht von Dozenten, sondern die kamen von Studienassistenten oder ich weiß nicht gar nicht, es gab damals so eine Initiativgruppe auf der Germanistik, die meinten, wir brauchen eine Theatergruppe. Und dann haben die mich gefragt und dann haben wir gleich da was gemacht. Aber es gab nur eine Produktion über die nächste, habe ich gesagt, das habe ich jetzt einmal sozusagen in Bewegung gesetzt. Und dann gab es aber niemanden, der nach mir das Das heißt, das hätte dann in Selbstorganisation weitergehen sollen? Ja, das hätte dann bei anderen machen müssen. Ich konnte dann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, dafür braucht es auch ein bisschen ein Minimalbudget von der Uni oder von irgendwoher. Es gab schon von den Förderstellen, dass man da nicht lügt, von der Stadt und vom Land ein bisschen was, 500 Euro, 1000 Euro, so irgendwie. Nein, es gab damals ja noch Schienen, Entschuldigung. Aber so übersetzt. Aber die Uni selber, die war nicht imstande zu sagen, das ist uns wichtig und für das geben wir irgendeinen Betrag her. Und dann habe ich gesagt, dann lassen wir das. Weil ich glaube, nur so kann man eine Wichtigkeit doch erkennen, dass das Institut sagt, das ist uns wichtig. Du bist ja Theatermacher. Was hast du uns jetzt für ein Buch oder für ein Stück mitgebracht für die heutige Sendung? Ja, also immer das, an dem man halt gerade arbeitet, weil die Proben beginnen in 2 Wochen. Die Premiere ist am 13. November im kleinen Theater. Und das ist eine Salzburger Erstaufführung eines italienischen Autors, den hier keiner kennt, denke ich mal so. Manlio Santanelli, und der Titel heißt Regina Madre, also übersetzt die Königin Mutter oder Mutter die Königin. Und diese Übersetzung ins Deutsche ist so stolziert, dass man es gleich weglassen muss, weil das klingt ja nicht schön. Also der Titel heißt Regina Madre von Manlio Santanelli. Ist es ein Drama oder ist es eine Komödie, die Regina Madre? Es ist ein Drama, natürlich ist es ein Drama. Das Drama speist sich in einen tragischen Zweig und einen komödiantischen Zweig. Ein Drama ist es, weil es Handlung hat und weil es Personen hat, handelnde Personen, die in Dialogen treten. Aber es ist ein Versuch, ein ernstes Thema, ein seriöses, ernstes Thema mit komödiantischen Stilmitteln aufzuarbeiten. Und dabei geht es um einen Mutter-Sohn-Konflikt, ist immer so gleich so problematisch. Ja. Es geht einfach um die Mütter und um ihre Söhne. Oder um vielleicht starke Mütter und vielleicht nicht so starke Söhne. Oder man kann auch sagen Übermütter und jetzt nicht Mamasöhne, aber schon Söhne, die ein bisschen unter der Fuchtel der Mama das ganze Leben irgendwie doch gelebt haben. Okay, gut. Und denen der Papa fehlt vor allem. Ja? Also der fehlende Papa oder der Papa, der halt früh aus dem Leben des Jungen da gegangen ist, also in dem Fall durch Tod. Ja?
also der Verlust des Vaters, und anstelle ist eben die Mutter getreten als einzige, die sozusagen das Regiment in der Familie, weil dieser Alfredo, so heißt der Sohn, hatte noch eine Schwester. Also das ist das Thema, ja. Und da gibt es natürlich von der Antike bis heute gibt es eine Fülle von Literaturstücken, Romane, Erzählungen, Effi Briest, also Fontane, also da könnte man jetzt sehr, sehr viele Beispiele nennen. Aber am Theater kenne ich nicht so viele Beispiele, vor allem nicht, dass es eine Komödie ist, dass man diesen Stoff in eine mit komödiantischen Mitteln. Also so, dass man doch auch drüber lachen kann, dann obwohl es eigentlich ein schwieriges Thema ist. Ja, ist ja wichtig. Ich glaube, dass das Lachen immer noch, also das ist erstens mal das schwierigste Genre für alle Beteiligten, für den Autor, als auch für die Inszenierung, also für die Schauspieler. Also Pointenspielen ist immer noch das Schwierigste am Theater. Aber ich glaube, dass es für das Publikum auch der spannendste Moment ist, über das Lachen nachzudenken. Ja. Und dass das nicht nur in den Bauch geht, also in den tiefen Bauch, also in den Unterbauch, sondern dass das Lachen einmal einen aufmacht und dann doch weiter beschäftigt. Also das ist jetzt kein oberflächliches Lachen, zu sagen, das ist jetzt so lustig und haha, und dann haben wir es eh nach 5 Minuten vergessen und das war jetzt so lustig. Das Lachen und dieses humoristische Lachen, und das ist jetzt schon ein Begriff, der zu tun hat mit diesem Stück. Il Umorismo ist ein Begriff von Luigi Pirandello, auch einem italienischen Autor, der so etwas auch ein bisschen wie ein geistiger Vater der ganzen italienischen Moderne, des Novecento ist. Dieses humoristische Lachen ist einfach ein Lachen mit Intellekt. Also das hat was mit Philosophie zu tun. Also mit keine platten Witzdialoge, sondern aus den Figuren, aus ihrer Gegensätzlichkeit. Also lachen tun wir ja, wenn eine Erwartungshaltung nicht eintrifft. Also wir finden etwas komisch, wenn wir etwas erwarten und dann kommt etwas ganz anders. Das ist immer ein Moment am Theater, wo man lacht. Ja? Und funktionieren tut Komödie am Theater nur dann, wenn das Publikum mehr weiß als der Schauspieler. Also wenn das Publikum mehr weiß, dann kann es ja über das Lachen, über den anderen, weil der weniger weiß als das Publikum. Das ist eigentlich der Trick der Komödie. Weil ob es ein Happy End entscheidet nicht, ob es wirklich eine Komödie ist. Ja? Oder ein tragisches Ende entscheidet auch nicht unbedingt das Genre, ob Komik oder Ernst. Aber die Situationen und die Pointen und eben, dass das Publikum sozusagen mehr weiß als die handelnden Personen, das ist die Grundessenz für die Komödie. Ist auch bei Krimis oft natürlich so, dass die Zuschauer mehr wissen als die Handelnden. Ja. Aber ich kann natürlich in der Antigone, da darf ich nicht alles wissen schon. Wie das ausgeht, oder in der Elektra oder in den mythischen Stoffen oder Hamlet bei Shakespeare. Natürlich, wir wissen eh alle, wie Hamlet ausgeht, aber weil man es lesen kann. Aber im Grunde ist es ganz entscheidend, dass da noch etwas kommt, was das Publikum noch nicht weiß. Du hast ja vorher auch eben erwähnt, dass es ist eben eine Komödie, beziehungsweise eben gemischt mit Drama, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ich habe auch gelesen über den Autor, dass er ist auch so ein Vertreter der Commedia dell'arte. Kannst du diese Form so erklären, dass man das jetzt versteht, wenn man noch nie davon was gehört hat? Also ein Vertreter der Commedia ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Die Commedia dell'arte ist in Italien so entscheidend, dass das eigentlich alle italienischen Autoren prägt. Ob das jetzt der Fo ist, der Dario Fo, oder Dacia Maini, oder eben diesen Mann, Manuel Santonelli. Die Commedia dell'arte ist eigentlich eine Volkskomödie. Das ist entstanden in der Frührenaissance, 14. bis 15. Jahrhundert, das sind Typen. Das sind also Typen aus dem Volk, wo das Publikum, auch das nicht gebildete Publikum, und die Aufführungen waren ja im Freien auf einer Bühne,
Allein durch die Typen, die ja gekennzeichnet wurden durch das Kostüm und durch die Masken. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ein Maskentheater, so wie auch schon in der griechischen Antike wussten, was ist das für eine Person und welchen sozialen Status hat diese Person. Hierarchisch war es wahnsinnig. Ja? Es gab da oben den Capitano bis runter zu den Innamorati und den Bauern. Ja? Also ein streng hierarchisch gegliedertes Sozialsystem in der Gesellschaft, das aber das Publikum kannte. Und darum funktioniert Commedia, die Komödie, dell'arte, weil wieder das Publikum genau wusste, wer ist. Mhm. Weil wenn sie die soziale Stellung der Figuren, die auf der Bühne auftreten, nicht wissen, dann können sie nicht darüber lachen. Ah, das ist natürlich eine geile. Und das Lachen hat sich natürlich da verändert. Lachen durfte man, oder eine Komödie durfte ja unter der aristotelischen Poetik, also jetzt in Griechenland im 2. Jahrhundert vor Christus, lachen durfte man ja da in der Ständeklausel nur über die einfachen Leute. Mhm. Die erhabenen Leute durften nie Gegenstand sein einer Komödie, sondern nur der Tragödie. Weil nur der Fall eines Königs, eines Prinzen, ja, tief nach unten, das ist tragisch. Das ist ein tragischer Stoff. Aber die Komödie war natürlich nur für das einfache Volk. Und auch daher stammt ein bisschen diese Verbindung zu dieser Komödie. Aber natürlich hat sich einfach dieser Begriff und die Ständeklausel hat sich natürlich dann im Laufe der Jahrhunderte so entscheidend geändert, dass man auch da lachen durfte über einen Dottore, über einen Capitano, mhm, über einen Pantalone. Der Pantalone ist eigentlich die bekannteste Figur. Wer in Venedig war, der sieht immer einen Pantalone in einer Vitrine. Also der venezianische Kaufmann, das war ja damals das Symbol von Macht. Venedig war eigentlich damals die Handelsmacht im Alten, also im Abendland. Ja. Und interessant waren eben dann diese Dienerfiguren, Arlecchino. Und eine Figur, die eben, dieser Pulcinella, die ja auch immer vertreten sind, diese Masken, wenn man Karneval in Venedig feiert, da gibt es ja in Venedig eigene Orte, wo sich die verschiedenen Masken treffen. Und diese Pulcinella, das ist sozusagen die neapolitanische Spielart des Arlecchino. Der Arlecchino kommt eigentlich aus Bergamo, aus der Oberstadt in Bergamo. Und die waren damals so arme Leute und die waren alle Diener oder Knechte bei den venezianischen Kaufleuten. Mhm. Und der Pulcinella ist sozusagen die neapolitanische Spielart. Und die Verbindung zu dem Manlio Santanelli, der ja auch aus Neapel stammt, ist die, dass sein großes Vorbild, nämlich der Edoardo De Filippo, einer der größten Komödienautoren Italiens, Neapolitaner war und in Neapel ein eigenes Theater aufgebaut hat, das eigentlich ein Volkstheater ist. Und in diesem Theater, der Edoardo ist gestorben, glaube ich 1980 ist er gestorben, alt, war ein alter Mann, ja. In diesem Theater wurde Regina Madre auch uraufgeführt. Und darum ist es auch ein Stück italienisches Volkstheater. Und so muss man das Stück auch verstehen, dass wenn man jetzt eine reine deutsche Übersetzung liest, dann denkt man, das ist aber ein bisschen komisch, also was ist denn das? Ja? Das funktioniert in Italien anders, weil eben die Tradition der Commedia dell'arte noch dahinter steht. Und da lachen die Leute, in der Commedia lachte man, wenn ein Dottore sozusagen einen Kranken untersucht, ihn aufschlitzt und dann eine Uhr rausholt und das ist eigentlich das pochende Herz. Ja. Also so, also das sind die Stilmittel, oft sehr brutal, sehr, sehr, sehr banal auch, ja, die in der Commedia dell'arte angewandt wurden, weil man ja groß spielen musste. Das war ja im Freien. Das ist ein vollkommener Unterschied, das europäische oder das deutsche Theater findet ja eigentlich fast nur, also man bitte in Salzburg mal aufpassen mit dem Jedermann, ja, fast nur in Räumen statt. Und du hast ja in einem Theaterraum eine ganz andere Konzentration auf das Wort, auf die Sprache. Die Komödie findet eigentlich nur im Freien statt. Und das ist natürlich der Körper, und darum, das haben wir vergessen, die Theatralik und die Körperlichkeit ist bei der Komödie natürlich ganz, ganz wichtig. Also ein Arlecchino, der kein Salto schlagen kann, der kann Arlecchino spielen. Aber ist es dann überhaupt jetzt fürs österreichische Publikum verständlich? Ja, ja, natürlich. Man muss das adaptieren. Man muss das adaptieren. Das ist auch adaptiert.
dieses Stück muss man streichen. Das heißt, also man muss es einfach, es ist auch 30 Jahre alt. Man hat auch 1980 anders geschrieben als heute. Und wenn man das heute spielt, dann muss man das schon ins Heute holen. Das heißt, man muss dramaturgisch, das ist die Aufgabe von einem Dramaturgen, der ja bin, in einer Personalunion, muss man das Stück bearbeiten. Das heißt, streichen, ein bisschen verändern, ein bisschen so machen, dass es ein Publikum hier in ihrer Vorstellung, was Komödie ist, akzeptiert. Die beiden Hauptprotagonisten des Stückes sind eben, also du hast es eh schon gesagt, also eben die Mutter mit dem Sohn, kannst du dir ein bisschen näher beschreiben oder haben die spezielle Charakteristiken? Ja, ich möchte jetzt nicht das Stück zu sehr verraten, weil man das ja auch dann im Theater sehen soll. Ich kann nur sagen, bei Ausgangsposition, Regina Mater ist 70 Jahre, ist eine Langzeitwitwe, hat den Mann, hat wahrscheinlich früh geheiratet, sehr früh Kinder bekommen. Der Mann war wahrscheinlich so alt wie ihr Papa, also einen älteren Mann, so ist auch schon so fast ein Komödienklassiker. Und hat diesen Mann früh verloren und war wahrscheinlich ein bisschen überfordert, auch finanziell, weil der Mann hat die Familie auch in ein finanzielles Fiasko gebracht. Und so musste der Sohn auch sein Studium abbrechen, musste selber arbeiten gehen. Und der wurde aber dann immerhin ein Kulturjournalist für eine Zeitung. Ja. Und ist aber eigentlich Zeit seines Lebens von der Übermacht der Mama nicht losgekommen. Also der ist ja auch, also der war verheiratet, was aber die Mutter nicht weiß. Und der Plot ist das, so beginnt das Stück, dass eines Tages der Sohn mit einem gepackten Koffer wieder zur Mutter kommt und sagt, ich bin jetzt hier, du bist alt, du bist krank, ich muss dich pflegen und ich ziehe bei dir ein. Also ein Sohn mit 40, der ist dann 40, ja, kommt wieder zur Mama zurück. Das ist bei uns hier eher unvorstellbar. Aber schauen wir mal heute nach Italien, nach Spanien mit dieser hohen Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten. Da passiert es wieder im hohen Ausmaß, dass Söhne nach dem Studium mit 30, 35, wenn sie keine Arbeit und keine Familie gründen, wieder zurück zur Mama gehen. Mhm. Oder also eigentlich wieder in dieses Hotel Mama, wie man das sagt, wieder zurück. In das Hotel Mama wieder zurückgehen. Auch in Griechenland kann ich mir das jetzt gut vorstellen mit dieser Krise. Weil wo willst du denn hin? Und da ist nur eine Familie, kann dich irgendwie, der Zusammenhalt einer Familie kann in solchen prekären Situationen wahrscheinlich nur wen über Wasser halten. Also das ist schon ein interessantes Thema. Das gilt natürlich für uns jetzt hier nicht so. Obwohl es, ich kenne schon einige Fälle, wo sich Männer gar nicht so weit von der Mutter entfernt haben. Also zum Beispiel, man wohnt doch fast in der Nähe oder man wohnt vielleicht nebenan. Genau. Man ist immer bei der Mutter, ja, also das ist ja nichts. Man wascht die Wäsche dort. Man wäscht die Wäsche noch. Oder die Mama eigentlich wascht die Wäsche. Oder so, ja. Also das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja. Mhm. Aber das will ja keiner zugeben. Ja, verständlicherweise. Weil ein Mutter-Sohn zu sein, ist ja nicht so, das ist ja nicht so toll für einen Mann. Ja. Und was hat das Auswirkungen aber für die eigene Libido? Was hat das Auswirkungen für die Beziehungen des Mannes mit anderen Frauen? Das ist schon, also jetzt müssen wir nicht den Freud herbeiholen, da kann man das alles nachlesen, oder den Jung oder andere klugen Geister. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Wie ist die Beziehung zwischen Sohn und Mutter und was tut das mit dem Sohn, mit seinen eigenen Beziehungen, mit seinen Verhältnissen zu anderen Frauen? Ist das eigentlich auch jetzt so ein spezielles südländisches Thema eigentlich, jetzt so das mit Übermutter, Hotel Mama, aber auch so ein bisschen, was ich so jetzt über den Autor gelesen habe, auch so diese Doppelmoral, Korruption und so weiter, ist das auch in diesem Stück vertreten? Also so diese klassischen südländischen Übermutter-Mafia-Kombinationen, ja, aber das auch vor? Das kommt im Stück schon irgendwie vor, das muss man aber natürlich verändern, weil die Mafia hat für uns zum Glück keine so große Relevanz und die Verfilzung von Glauben katholischer Kirche, das im Stück auch ein Thema ist, weil die Schwester ist sehr gläubig, die Regina, also die
Chila Madre, die war auch einmal eine sehr gläubige Frau und hat sich so emanzipiert. Interessanterweise ist das Stück ja so, dass sich diese Mutter, je älter sie wird, sich immer mehr emanzipiert und sich immer mehr freischaufelt. Und der Sohn, eigentlich immer mehr absackt. Also das ist schon komisch. Immer mehr und weil das hat, das hat ja ein Lachen. Mhm. Das ist, was man nicht erwarten würde. Ja? Und ob die Mutter wirklich, wenn es der Sohn behauptet, ich bin jetzt da, weil ich dich pflegen muss, dann ist es vielleicht auch nur, das kann schon sein, ich meine, jeder Mensch mit 70 hat irgendein Wehwehchen, natürlich kann man pflegen. Ja, aber ist es nicht der Eigensinn zu sagen, das ist der eigentliche Grund oder das ist jetzt sozusagen mein Ausweg, um zu sagen, ich ziehe jetzt zu Mama, nicht weil ich die Mama brauche und weil ich mich nicht zurechtfinde in der Welt. Dann ist es halt ein vorgeschobener Grund zu sagen, ja, ich bin jetzt da und pflege dich. Ja. Mhm. Und in Italien gibt es natürlich diesen Filz von Politik und Kirche und Mafia. Mhm. Und in Neapel ganz besonders. Also die Camorra in Neapel, das kennt der Autor aber ganz gut. Und das ist, also das schwingt in einem Stück so leicht mit, so zwischen den Zeilen. Aber das verstehen wir hier nicht so. Und das kann man hier nicht so zeigen, das geht nicht. Also das habe ich mir aus dem Stück rausgestrichen, weil zwischen Mama und Sohn ist so genug Stoff da für eineinhalb Stunden, dass man das nicht braucht. Also auf das kann man verzichten. Aber du bist jetzt eh auch schon auf den Autor eingegangen. Also der Autor ist ja aus Neapel, ich weiß nicht. Mhm. Ich habe über ihn gelesen, dass er auch sehr systemkritisch ist und auch den Alltag der Menschen darstellt. Hast du ein bisschen mehr Informationen zu ihm? Naja, der war Journalist, also darum ist der Alfredo ist ja auch ein Kulturjournalist, das ist vielleicht kein Zufall. Ich habe mich jetzt nicht so beschäftigt mit seinem, also er lebt noch, er hat sogar eine Homepage, dieser Autor. Wenn man Italienisch kann, dann kann man die lesen, die ist nicht übersetzt ins Deutsche oder so. Der ist im hohen Alter, der ist jetzt über 80, der hat wahnsinnig viele Stücke geschrieben. Also wie gesagt, er war Kulturjournalist für den RAI. Ne? Mhm. Genau, und, also und hat auch in Rom gelebt, eine Zeit lang ist aber dann wieder zurück und wie gesagt, diese Verbindung zu diesem Theater, Eduardo Di Filippo, und so heißt das Theater in Neapel, das glaube ich, das war ihm sehr, 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 sehr wichtig. Und die Komödien von ihm, die werden in Italien viel gespielt, das ist immer wieder mal am Spielplan. Das Stück ist jetzt ein bisschen bei uns vergessen. Das war nach der deutschen Erstaufführung an den Münchner Kammerspielen Anfang der 90er Jahre, wurde das in Deutschland und ich glaube auch in Wien am Burgtheater oder im Akademietheater oder in der Josefstadt, ich weiß es nicht mehr genau. Das wurde schon viel gespielt, das ist, und auch in viele Sprachen übersetzt, weil diese Mütter-Söhne sind ja allgemein, das ist nicht nur auf Italien. Südländisch spezifisch. Ja, also das kann man in Brasilien spielen, das kann man aber auch in Tschechien spielen, das kann man auch in Polen spielen, das funktioniert eigentlich. Ja, ich habe über den Autor eben, also er ist Jahrgang 1938, er war in einem humanistischen Gymnasium, hat Rechtswissenschaften studiert und eben bei der Reihe war er in der Kulturabteilung. Mhm. Dann hat er eben große Erfolge gefeiert, eben mit seinen Komödien. Genau, und eben er lebte in Rom und in Umbrien. Er ist aber eben 1996 ist er wieder zurückgegangen in seine Geburtsstadt Neapel. Und er ist dort auch eine sehr bekannte Persönlichkeit, klarerweise. Ja, ja. Genau. Also da hat man noch, er hat ein starkes Bestreben gehabt, oder hat er noch immer eigentlich, dass er diese Sprachnormierung während des italienischen Faschismus bekämpft hat. Also das ist noch ein wichtiger Teil seiner seiner Karriere. Ja, also das ist, die Faschisten versuchten ja ganz Italien zu einigen über die Sprache. Über die Sprache, genau. Und Regionalismus war verpönt.
Und das ist aber ein Volkstheater und es lebt vom Regionalismus und vom Dialekt. Genau, weil das ist ja eh, also das wäre eh meine nächste Frage gewesen, mit, wie das ist mit den Dialekten. Genau, weil er ja sehr seine Stücke halt stark in den Dialekten aber das kann man nicht übersetzen ins Deutsche. Also das kann man einfach nur ins Deutsche übersetzen, aber nicht jetzt ins Bayerische oder ins. Das ist auch nicht, das ist auch nicht wichtig. Das ist jetzt also für uns auch nicht so relevant. Aber für das Bewusstsein der Kommunen und der Regionen in Italien ist das sehr wohl eine große, ganz eine große Wichtigkeit. Autoren, die 38 geboren sind, also das heißt mitten im, also im entstehenden Faschismus, ja, da war jetzt der Mussolini an der Macht, gerade mal 10 Jahre ist dieser Autor auf die Welt gekommen. Das hat ihn natürlich für sein Leben sehr geprägt. Und darum ist ein Volkstheater da in Italien ganz entscheidend, zu sagen, das ist unsere Heimat, das ist unser Dialekt und da machen wir das. Da zeigen wir unsere Themen, unsere Stoffe. Natürlich gibt es in Napoli so viele Theater, die alle spielen, ja. Aber das ist ein ganz spezielles Theater, um diese Regionalität in der Sprache und in den Stoffen dort am Leben zu erhalten. Ja, meine nächste Frage, genau, zielt ein bisschen ab auf den Inhalt, also wo du halt, glaube ich, nicht ganz so viel verraten kannst oder darfst oder sollst. Ja. Genau, eben. Aber es geht in dem Stück also eigentlich auch so ein bisschen um einen Art Tatsachenbericht über den Pflegealltag unter Anführungszeichen. Ja, sagen wir so, das Thema Pflege. Also ich versuche immer in meinen Produktionen, das ist jetzt von dem Autor überhaupt nicht so gewollt, denke ich. Das ist auch bei den Uraufführungen, war das Thema Pflege nie ein Thema, das man jetzt noch extra rausgestrichen hat. Ich habe das, man muss ja aufpassen, wenn man jetzt sagt, man macht ein Stück über Mutter-Sohn und das ist eine Komödie und dann hängt man noch dran, aber das ist jetzt auch ein sozialkritisches Stück über Pflege, dann könnte sein, dass das Publikum schon überlegt, das schauen wir uns lieber nicht an. Aber der Abend wird das Thema Pflege oder den Pflegenotstand oder das, was auch in Österreich sehr relevant ist zu diesem Thema, weil man, das wird ja, muss man nur den Hunsdorfer fragen, ja, das wird in den nächsten Jahren verschärft werden, wie alte und pflegebedürftige Menschen in ihre Pflegestufen kommen. Ja. Das wird nicht leichter. Das wird nicht leichter, wenn ein Sozialstaat immer weniger Mittel für genau diese Segmente ausgibt. Das kann man, das möchte ich so inszenieren, dass man das als Publikum mitnehmen kann. Aber das wird kein dramaturgischer Leitfaden durch das Stück. Es geht hier jetzt um das Thema, sozialkritische Thema Pflege. Das ist in dem Stück drinnen, aber das muss man jetzt realpolitisch nicht ausschlachten. Möchte ich auch nicht. Vielleicht kann man ins Programmheft ein Essay reinschreiben. Ja. Aber das eher ganz sanft. Also das heißt, es ist eigentlich, der Inhalt bleibt doch diese Komödie oder eben der Umgang, das muss das sein, mit ja. Mama und das so. Ist das Zentrum. Im Zentrum der Komödie steht immer der Schauspieler. Also auch in der Commedia dell'arte ist ja nicht, da gab es ja keinen Regisseur. Das gab es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja so, das ist ja ein neumodischer Beruf eigentlich. Ja. Also es heißt immer noch, im Italienischen heißt der Regisseur Capo Comico. Der Capo Comico ist eigentlich der Schauspieler der Truppe, der die meiste Erfahrung hat. Und aus dem hat sich irgendwann mal dann im deutschen Theater der Regisseur entwickelt, der dann noch sozusagen nie auf die Bühne geht und dann das ganze Ding in die Hand nimmt. Von der anderen Seite. Also wichtig ist, der Regisseur ist ja eigentlich nur in den Proben, steht an Stelle des Publikums. Weil Schauspieler können ja nur spielen, wenn mindestens einer zuschaut. Du kannst ja keine Theaterprobe machen, wenn niemand da sitzt. Ja, stell dir mal sowas vor, da können ja die Schauspieler nach Hause gehen. Also ist der Regisseur ist eh nicht so wichtig. Das ist ein Schauspielerstück. Und vor allem Komödien sind, das sind Schauspielerstücke. Also das liegt hier wahnsinnig, also entscheidend bei diesem Stück ist die Besetzung. Wer spielt das? Ja. Apropos Besetzung, ja, wer spielt denn mit? Die Frau Susanna Samait, eine ehemalige Kollegin von mir vom Landestheater, freue ich mich, dass wir wieder in einer Produktion miteinander arbeiten.
Die Susanne ist jetzt nicht mehr Ensemblemitglied vom Landestheater. Sie ist in Pension, hat jetzt viel Zeit und freut sich sehr auf diese Aufgabe. Und der Thorsten Hermentin, der war auch am Salzburger Landestheater unter dem Nachfolger vom Herrn Hochstarter, dem Peter Dolder, 5 Jahre und ist ein Schauspieler der freien Szene. Und die beiden kennen sich aber schon vom Landestheater. Ah, das ist natürlich ein Vorteil. Also wir kennen uns eigentlich alle über das Landestheater. Und ich glaube, das ist eine sehr stimmige Besetzung. Und obwohl ich mit den beiden jetzt als Regisseur oder sagen wir mal, ich habe ein viel schöneres Wort, Realisateur, sagen die Franzosen. Genau, das passt vielleicht. Das gefällt mir viel besser. Realisateur und nicht Regisseur, weil das klingt so nach Regie, Regina Madre, nach König, nach Wichtigkeit, ich mag das gar nicht so. Obwohl, du bist natürlich schon quasi in einer Person jetzt, Personalunion quasi von Dramaturgie, aber die ist viel, Regie, viel wichtiger. Die Dramaturgie ist viel wichtiger, wie man das Stück, also wie man das Stück vorbereitet, den Text einrichtet, die Ideen hat. Natürlich, ganz wichtig ist der Raum. Der Artus Kubitsch ist mein, oder nicht mein Bühnenbildner, der gehört nicht mir, aber ist auch in der freien Szene ein ganz toller Bühnenbildner, der mit wenig Mitteln immer ganz zauberhafte Dinge da in den Raum stellt. Und der Raum ist ein ganz entscheidender Faktor. Oder was zieht man denn an oder wie zieht man sie an oder welche Musik wählt man aus? Ja? Es wird eine italienische Musik geben, es wird ausschließlich italienische Musik geben, um die Italienità doch einzulösen. Also auch die Schauspieler werden sich italienische Gesten und Körperlichkeit schon antrainieren müssen oder sollen. Ja? Und dafür bin ich da, um das Ganze ein bisschen zu ordnen, zu steuern und Ihnen einfach bei Ihrer Tätigkeit zuzuschauen und Ihnen Feedback zu geben. Mehr tue ich nicht. Ja, hört sich eigentlich ganz einfach an, ist es aber wahrscheinlich gar nicht so. Das Stück hat Premiere im Kleinen Theater am 13. November. 13. November, genau. Es wird ja nicht so oft gespielt eigentlich. Ja, man muss das mal ausprobieren, wie das angenommen wird. Und wenn die Leute es mögen, dann kann man es ja dann weiterlaufen lassen. Das ist einmal sozusagen, weil das Kleine Theater hat, das ist das Haus der freien Szene, hat ja eine Unmenge an Produktionen. Und dann ist es schwierig, wenn man sagt, da planen wir gleich 15 Vorstellungen. Falls das aus einem Grund nicht angenommen wird vom Publikum, immer das Publikum entscheidet über den Erfolg, nicht wir, Publikum, dann kann man nicht schon so im Vorhinein Termine vergeben und besetzen. Da muss man ein bisschen vorsichtig hantieren. Außerdem muss man ja für jeden Termin, den man hier veranschlagt, schon im Voraus dem Verlag Lizenzen zahlen. Natürlich. Also man muss ja immer auch ökonomisch denken und bei kleinen Budgets muss man noch mehr ökonomisch denken. Das heißt, es gibt also inklusive Premiere zumindest 4 Vorstellungen. Genau. Also 13.11. ist die Premiere und dann gibt es am 21. November, 26. November und am 3. Dezember eben im Kleinen Theater die Regina Madre zu sehen. Genau. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich, ich glaube, über das Stück, Regina Madre eigentlich genug gesprochen. Hast du denn auch schon ein nächstes Projekt ins Auge gefasst? Ja, aber darüber sage ich noch gar nichts. Weil das ist noch in den Kinderschuhen, das ist noch nicht besetzt. Es wird sein wieder in der Agrikultur nächstes Jahr. Da mache ich die Eröffnungspremiere im September. Aber bevor das nicht ganz feststeht und auch nicht besetzt ist, gibt es dazu noch ein großes Schweigen. Auf jeden Fall werde ich keine Flüchtlinge auf die Bühne stellen. Das weiß ich. Das habe ich jetzt getan in vielen Stücken, dieses Thema. Ich glaube, richtigerweise es im Vorfeld zu zeigen und nicht dann, wenn die Katastrophe da ist. Weil ich sehe, dass einige Theater ihre Spielpläne schon dahin geändert haben. Eben jetzt genau die Themen zu zeigen, die jetzt sozusagen in der Realpolitik und in der Realgesellschaft angekommen sind. Ich glaube, die Kunst des Theaters muss ein bisschen vorwirken. Das bin ich ganz glücklich darüber, dass mir das gelungen ist, die letzten Jahre genau solche Themen und Stoffe zu zeigen, die auf das hinweisen. Mit mehr kann ich Kunst nicht machen. Wir können die Welt nicht verändern, das
das wissen wir. Das hat auch der Brecht zugegeben, obwohl er es wollte. aber wir können zumindest einmal aufzeigen, was so Sache ist oder was uns stinkt oder wo wir glauben, das ist wichtig. Ja. Und in der Theater verirren sich dann, so wie in Monster, zu trampeln Hochhäusern, also ganz wichtigen Themen, verirren sich dann 150 Leute, 150 Menschen. Ja. Das ist halt dann so ein bisschen die nüchterne Bilanz, wenn man sich an solche Themen rantraut, die unbequem sind. Ja. Also da gibt man dem Publikum einfach einen Stoff, der das Publikum auffordert, mitzuarbeiten. Das ist jetzt nicht, man geht jetzt nicht dahin und setzt sich hin und lässt sich berieseln, ja, so wie vom Fernseher in der Couch. Und es muss ja irgendeinen Unterschied geben zwischen Couch und Theater und Kino. Ja. Ja, den gibt es ja, natürlich, und der muss ja bleiben. Und das Theater muss wieder mehr repolitisiert werden und das Publikum darf es nicht als U-Theater sagen, dass wir die Steuern dafür zahlen und wir wollen uns einfach einen schönen Abend machen, weil wir ja so einen schweren Arbeitstag haben. Ich verstehe das ja auch. Das ist es ja auch. Und ich sage, das wirklich spannende Theater ist ein politisches Theater, aber gleichzeitig ein unterhaltsames. Ich kann ja die komplexesten und schwierigsten Themen und Stoffe, die kann ich ja unterhaltsam machen. Und das ist die Aufgabe der neuen Dramaturgie, auch der neuen Autoren oder Autorinnen, die Gesellschaft aufzuzeigen und sie wirklich unterhaltsam und witzig, komisch, witzig, lustig, skurril, absurd, grotesk zu zeigen. Das, ich glaube, da muss das Theater hin wieder. Und dann kann man vielleicht auch das bürgerliche Publikum auch in solche Stücke wieder bringen. Ist es überhaupt so Aufgabe der Kunst, irgendwie so widerständig zu sein oder immer zu schon kritisieren? Also für mich schon, also darum mache ich das. Sonst würde es mich nicht interessieren. Mhm. Aber jetzt nicht Jux und Tollerei und es ist so toll, dass das Entgegenstehen oder das Dagegensein, sondern weil es notwendig ist. Es braucht einen Stachel, es braucht einen Stachel in dieser Masse von Gleichgültigkeit, von ist eh egal, ist eh schon euch wurscht. Ja, so. Da kann man eh nichts machen. Ja, oder da kann man eh nichts machen. Natürlich kann jeder Einzelne kann was machen. Und wenn man sowas macht, dann macht man schon was. Ja. Und wer kommt und sich das anschaut, der macht auch schon was. Und jeder kann die Welt ein Stück wieder anders drehen und verändern. Natürlich. Ja. Ja, dann danke ich dir, Michael Kollenberger. Bitte schön. Dass du bei uns im Studio warst. Wer eben das Stück von der Regina Madre sehen will, schaut ins kleine Theater. Und bleibt beim FS1. Das war wieder eine Ausgabe von Blattseiten mit Sabaha Sinanovic. An der Kamera war die Stefanie Scherer und für die Regie die Bailey Zeitlinger. Danke. Bitte schön. Michael Kollenberger, genau. Und gute Unterhaltung beim Stück.